Ja, sehr klug, Luca, kluge Antagonistin. Okay, sie steht da. Jetzt haben wir schon mal den Title Drop hier getroffen. Oh Mann. Wo bleibt der Kerl bloß? Es ist schon fast wieder Tag und er hat sich noch nicht blicken lassen. Oh! Den kennen wir doch! Das ist doch der Typ aus dem Intro, der mit die Burg überfallen hat, oder? Meine geschätzte Gräfin, es ist gut, euch wohlbehalten zu sehen. Spare dir dein Geschlemme für deine eigene Herrin. Die Sonne ist schon fast wieder aufgegangen. Warum kommst du erst jetzt? Probleme. Probleme? Dass ich nicht lache. Wenn ich mich genauso zimperlich wie die Leute von Aachen anstellen würde, dann würde ich heute nicht mehr leben. Ihr wisst, dass Aachener sich nicht gerne beleidigen lässt, Gräfin Ziva. Seit wann sind Antagonisten klug? In bestimmten Spielen schon. Also, wenn ich mir die Reise ans All und sowas angucke, da sind die eigentlich relativ ständig, ist nicht so blöd an wie manche Antagonisten in Trash-RPG-Mega-Spielen. Und hier eigentlich auch. Abgesehen jetzt von dem einen, das ist so eine Sache, die muss man nicht suchen. Das ist so eine Sache, wenn du unbedingt willst, kannst du nach solchen Sachen suchen, nach solchen kleinen Fehlerchen. Aber das Spiel hat für mich einfach kaum große Fehler. Das Spiel ist einfach so genial bisher. Es macht mir so viel Spaß. Ah, ich liebe die Geil von dem Spiel. Das hat mir beim Let's Play schon Spaß gemacht, wo ich es geschaut habe von Koshi. Naja. Die Aussage gilt auch nicht Arachner, sondern vielmehr dir und deinen Leuten. Hört, Gräfin, wenn ich nicht wäre, dann könntet ihr euch zu einem Häufchen Staub zusammenkehren lassen. Und wenn ich nicht wäre, dann würde Arachner niemals mit der restlichen Welt handeln können. Ich bin für sie das Tor zur Welt. Das müsst ihr doch schon das ein oder andere Mal des. Nee, das müsst ihr doch schon das ein oder andere Mal das Elixier der Jugend wert sein, oder sollte ich mich irren? Ich sag lediglich der Bote, also kommt das nächste Mal pünktlich. Ihr wünscht, aber mein Besuch hat auch noch einen anderen Grund als die Überbringung des Jugendsaftes, Gräfin. Arachner möchte den Import von Nahrungsmitteln verdoppeln. Ihre Armee wächst schneller als die Versorgung. Verdoppeln? Das ist so riskant. Das müsste sie doch wissen. Sag mal, Arachner ist doch eigentlich tot, oder nicht? Dann müsste eigentlich die Tochter der Spinne jetzt eigentlich gemeint sein, oder? Ach, keine Ahnung. Arachner ist bald bereit, auch die Ländereien des Königs einzunehmen. Höchstens noch eine Woche. Okay. Also, das ist doch... Ach du Scheiße, das ist am 10. Tag! Oh, okay. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Das wird wahrscheinlich am Ende des Spiels auf ein Epic Mega Battle of Doom hinaus. Oder so eine riesige Schlacht oder so. Huh. Ich finde das Spiel auch richtig geil, im Gegensatz zu Behind Frontiers. Ja, Behind Frontiers ist... das Ende wird noch ganz okay, aber der Rest des Spiels ist einfach nur meh. Es ist noch nicht mal allzu schlecht, es ist einfach irgendwie... Es ist Durchschnitt. Da ist alte Macht schlechter und all so ein Scheiß. Das, naja. Ihr müsst dafür sorgen, dass niemand hier mitbekommt, dass ihr Handel mit Arachner treibt. Solltet ihr so Arachners Zufriedenheit erfüllen, werdet ihr von hier von der Machtübernahme zum Spinnenturm gebracht. Werdet ihr von hier vor der Machtübernahme, diese Verleser ständig. Ich treibe dieses verlogene Spiel jetzt schon mehrere Monate. Ständig kommen mehr und mehr Fragen zum Verbleib der Waren auf. Was ist euch lieber, Gräfin Ziva? Der qualvolle Tod oder das riskante Spiel? Also gut, aber nur noch eine Woche, dann ist Schluss. In einer Woche werdet ihr euch wie vereinbart im Turm befinden. Dort wird man für euer Überleben sorgen. Im Übrigen habe ich euch auch noch jemanden mitgebracht. Er wird euch sicherlich gut zur Seite stehen. Wer ist es? Ihr müsstet ihn kennen. Er war Rachners persönlicher Leibwächter. Srigor? Okay, wird da wirklich Srigor ausgesprochen? Keine Ahnung. Srigor, okay. So, hab ich nicht gegen ihn kämpfen. Das ist ja fies. Was? Alter, erschreckt mich doch nicht zum Spiel. Wer oder was war das? Egal was es war, ich will nicht im Bett liegen bleiben.
Scheiße, was geht denn jetzt ab hier? Epic Mega Bell of Doom oder ein großer Kampf? Okay, kann ich das untersuchen? Nein. Ich glaube, jetzt wird's kritisch, denn... Okay, hier ist eine abgeriegelte Gittertür. Der Händler geht wohl zum Keller. Okay, hier ist nix gut. Und nur... Ach du Scheiße, was geht denn hier? Aber was? Das ist doch die Frau aus Landgen, der ich geraten habe, sich an der Gräfin zu rächen. Die Gräfin scheint nicht so sehr zimperlich zu sein. Okay, das war wohl die falsche Entscheidung damals. Okay. Das war wohl nicht so klug, glaube ich. Ich weiß aus dem Let's Play, also aus den Kommentaren, dass man gegen die Gräfin kämpfen kann. Ach du what the fuck? Alter, es geht nie ab. Alter, Leute, was zum Teufel passiert mit ihr? Die Gräfin, ich kann ihr Skelett sehen. Alter, what the fuck? Geht es euch gut? Was ist mit euch geschehen? Was tut ihr hier? Wir hörten euren Schrei, Gräfin. Ihr habt gerade etwas gesehen, das niemals ein Auge hätte sehen dürfen. Bei Ihnen sollte erkennen, Gräfin. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was es war. Ich habe darüber gelesen. In den Büchern heißt es, junges Aussehen und totes Innere. Jetzt geht's los. Ja. Die überrascht mich jedes Mal wieder aufs Neue. Was ist das? Ich hielt es wieder zu abergläubig, aber anscheinend ist doch was dran. Was denn? Belastet eure Gedanken nicht mit solchen Zaubern und verlasst meine Gemächer. Es ist ein Jugendbrunnenzauber, habe ich recht? Jugendbrunnenzauber? Irgendwo weit im Norden soll es eine Quelle der ewigen Jugend geben. Trinkt man ihr Wasser, soll die Legende dauernde Jugend eineilen. Aber warum, Gräfin? So alt sieht ihr doch gar nicht aus. Geht jetzt. Ich ertrage Schnüffeln der Gäste nicht. Werdet ihr mir nicht zu Last. Aber wie solltet ihr an dieses Elixier rangekommen sein? Soweit ich weiß, soll die Quelle im Spinnenreich liegen. Arachna, sie hat ihre Hände im Spiel. Sprecht, Käfin, bei eurer Ehre. Macht die gemeinsame Sache mit der Spinne. Das Biege. Narren, ich soll mich in meinem eigenen Schloss vor euch rechtfertigen? Für wen haltet ihr euch? So bezahlt ihr für meine Gastfreundschaft? Die Betten waren ziemlich unbequem und das Essen haben die ja verpasst. Ich hätte gleich skeptisch werden sollen, dass nicht Pless selbst, sondern sein angeblicher Cousin gekommen ist. Logische Konsequenz? Diebstahl. Das wird Hauptmann Kieselstein von der von der Wache in Krimia nicht sehr gefallen. Auch wenn die Stunde früh ist, scheint es mir notwendig, dass ich ihn damit belästige. Und was ist, Diabela? Gar nichts. Sie blufft nämlich. Ach was? Ist es nicht so, Gräfin? Ihr könnt überhaupt nicht nach Krimnia, weil der Tag gleich beginnt. Woher wisst ihr das? Ihr zeigt euch nie bei Tageslicht. Gräfin legt endlich Karten auf den Tisch. Wow, die Lache. Mein Glückwunsch. Durchschaut. Oh, Final Fantasy 8. Die Gräfin und die Spinne, sie stecken unter einer Decke. Das macht überhaupt nicht am Zeit ersichtlich, ne? Alter, Final Fantasy 8. Oh, das sieht jetzt geil. Mein Glückwunsch. Durchschaut. Ach, das hätte ich schon vorgelesen. Na, egal. Es ist alles wahr, was in den Büchern steht. Mein Äußeres sieht aus wie früher und innen bin ich schon lange verrottet. Wie sonst hätte ich 120 Jahre leben sollen? 120 Jahre? Von innen verrottet? Wer zum Teufel tut sich sowas an? Seit meiner Geburt hatte ich eine Allergie gegen das Sonnenlicht. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, immer nur im Dunkeln zu leben? Die Sonnenstrahlen durchbohren meine Haut. Sie fressen sich ins Gewebe. Sie lassen mich brennen. Ich wollte immer schön sein. Nichts war mir wichtiger. Nie wollte ich altern, aber die Sonnenstrahlen hinterließen tiefe Narben.
Ich muss nur kurz was zu trinken einschenken. Ich bin übrigens froh, dass ich den Soundfunk habe, den SMG-Soundfunk, sonst würde die Musik um Meilen schlechter klingen. Und so ist das einfach nur geil. Einfach eine episch geile Musik, ey. Und Epic Games spielt dann auf ihre Musik achten und dann der Soundfunk mit dabei ist. Geht zwar nicht unbedingt perfekt, aber naja. Ich spielte mit dem Gedanke, Selbstmord zu begehen, der vielen N. Aber dann traf ich jemanden, der mir half. Die Tochter der Spinne hat mir einen Handel vorgeschlagen. Ich führe Waren an sie ab und sie schenkt mir dafür dieses Elixier. Leider hat es einige Nebenwirkungen. Ständig diese Schmerzen beim Einnehmen und das Gefühl, den Verfall im Körper zu spüren. Das Elixier verstärkt die Wirkung des Lichtes. Jeder Funke Licht lässt mich brennen. Nun, das magische Licht hier im Schloss ist ertragbar. Das erklärt nämlich auch, warum es hier dunkel ist und dieses Licht relativ nichts ausmacht, nichts auswirkt, das Licht. Manche sind allergisch gegen Nüsse, die Kräfte sind allergisch gegen Sonnenlicht. Lol. Nein, ich meine, das ist hier Fantasy, ne? Also von daher, es gibt auch Magie. Magie! Ja. Ich bin schon tot, müsst ihr wissen. Zerfallen. Schon viele Jahre zuvor. Allein das Elixier hält mich am Leben. Hält mein Äußeres jung. Nun kennt ihr mein Schicksal. Eine Mumie verdeckt von Jugend. Aber ich besiege damit den Untergang des Kontinentes. Arachne wird alle Länder einnehmen und die Arachne erwecken. Ihr dürft sie nicht unterstützen. Das bedeutet für alle den Tod. Ist mir egal. Meine Schönheit ist mir mehr wert als alles andere. Alter. Boah. Ey. Und da muss man, und da sagt man heutzutage hier, die Models, die sind alle von schönheitssüchtig und so ein Scheiß und markensüchtig, aber die hier, die übertreibst du echt mal. Next level of modelness. Ich werde das nie mehr verstehen. Ich bin abhängig von Arachna. Ich schulde ihr mein Leben. Ohne sie wäre ich Staub. Ich habe genug gehört. Wir werden nicht zulassen, dass Arachna gewinnt. Wir müssen euch aufhalten, Gräfin. Verzeiht uns. Sollen wir es darauf ankommen lassen? Ich habe übrigens nicht so viele Frauenstimmen. Ja. Verdammt! Sie ist mir durch die Lappen gegangen. Schnell, hinterher! Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Okay, ich würde mal sagen, wir machen mal eben einen extra Speicherpunkt. Oh, wir dürfen sogar nochmal speichern. Okay. Himmel auch! Was ist denn hier los? Ganz viele Spätleben. Wer sich mit mir anlegt, bekommt Arachnas Wut zu spüren. Zeigt es ihnen, Srigor. Deckung! Kid, was ist denn das? Adapten. Srigor war Arachnas persönlicher Leibwächter. Nun hat sie ihn mir zur Seite gestellt. Ach, die Oberspinne ist Arachne und die Tochter ist Arachna. Ah, jetzt verstehe ich es auch erst. Okay. Habe ich mir eben schon gefragt. Arachne und Arachna. Das ist ein bisschen blöd gewählt, ehrlich gesagt. Naja. Tötet sie. Entkommen ist unmöglich. Wir erschlagen zuerst diesen Spinnenheiligen und dann geht es den Kompost an den Kragen. Kompost, geil. Oh, das ist echt geil gemacht, ey. Ich überlasse die zwei nun euch, Srigor. Ich werde mich vom Hauptmann abholen lassen. Es wird schon hell. Das Miststück flieht. Wir müssen wohl erst mit dem Kerl fertig werden. Prinz von LR? Bel-Air, nicht LR. Bel-Air. Ist doch ein Prinz von Bel-Air, oder? Pass auf seine Fäden auf, Raphael. Die sind jetzt ja scharf. Hier vielleicht die MP heilen sollen, oder? Ich weiß nicht mehr, ist der ein Verfluchter, ist der ein Sprintschlag, ist der 317 oder ist er eine Schlange? Ja, eine Schlange nicht, aber ist der Verfluchter, ist ich versuche meinen verfluchten Schlag. Und ich brauche so einen Blitz, mal gucken. Oh ja, muss das sein?
Der Kompost flieht!